So. Ich weiß, der hat ein Skelett auf mich geschossen. Alter! Wow, da hinten steht er schon. Ich dachte... Boah! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft! Ah, da ist die Musik. Ja, die Fledermaus hier, die ist schön. Gut. Habe ich jetzt einen Eimer? Ja, habe ich. So. Oh, Shitte. Ich bin auch ein Vogel, du. Naja, gut, ich ist ja nicht so, als ob hier kein Wasser mehr wäre, ne? Da kriege ich hier hinten bestimmt noch was raus. So, jetzt leckt's wieder schön kurz. Kennt ihr ja. Ja, ich bin heute nur etwas verschnupft. Ich habe gerade schon Nasenspray benutzt, aber das hat nichts gebracht irgendwie. Ich muss mir mal kurz die Nase schneuzen. Ah. Lass ich wieder frei. Komm, ich mache nochmal hier mehr Wasser-Nasenspray rein. Ah, wunderbar. Jetzt habe ich mir gerade die Nase zugehalten, damit ich es schön verteilen kann in der Nase. Aber es wird einfach nicht besser, trotz des Nasensprays. Wisst ihr, man soll ja kein synthetisches Nasenspray benutzen, weil davon die Nase abhängig werden kann. Deswegen benutze ich so ein natürliches Meerwasser-Nasenspray. Und Und hier ist das Holz. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt nicht so viel wie das Synthetische. Also denke ich, man kann man das Synthetische schon ein paar Mal benutzen. Sollte man jetzt mit Sicherheit nicht immer benutzen, aber wenn jetzt gerade wie bei mir relativ dringend ist, mit Naseputzen und so ein Kram, dann kann man das, denke ich, schon mal benutzen. Weil, ja. Das funktioniert derzeit nicht so toll, das, was ich hier habe, das Nasenspray. Also ich meine, es funktioniert. Nase ist ein Stück freier als ohne, aber das ist alles noch so lose, labbrig. Wisst ihr, wie ich meine? Kennt ihr bestimmt vielleicht. So, hier hinten noch ein Fackel. Boah! Boah! Boah, Alter, ey. WTF. Nein, die IP! Die IP ist verbrannt. Naja gut, gehen wir hier erstmal das Lapis Lazuli abbauen. Ich hätte jetzt gerade richtig Lust auf Vorproduzieren. Weil, ja, ich möchte gerne diese Thumbnails machen, die ich jetzt immer mache. Aber, naja. Ja. Mit der Stimme will ich nicht vorproduzieren. Weil, ja. Das Problem dabei ist halt, ihr müsstet euch dann mehrfach die Stimme hier anhören. Und das ist total kacke. Und das will ich einfach nicht. Deswegen nehme ich jetzt nur so lange, bis die Erkältung vorbei ist, täglich wieder auf. Und danach dann, ich nehme da zwar immer noch partweise auf, aber dann nehme ich mehrfach an einem Tag auf. Was ist das denn jetzt? Soll das irgendwann verpissen, das Scheißwasser hier? Das war doch vorher auch nicht. Mann. So. Nein, kein Eisen dahinstellen. Hier schon eine Fackel. Hier ist noch Redstone. Den ich nicht brauche. Boah, ist die Nase wieder dicht, ey. Stimmt, Spinnen, da sprichst du was Wahres. Da könnte man das hier mal kurz zumachen. Verpiss dich mal. Ey, ey, nur einmal so, ne? Nur einmal so und ich pack meinen Diamond Sword aus. Ey. Oh, brauche ich gar nicht. Ach komm, ich bin auch so ein Noob. So, so. Ah. Ah nee, immer noch nicht fertig hier. Manometer. Ich will hier. Oh, das ist ein Käse mit dem Wasser, ne? Nein, es fehlt. Es fehlt.
Materialien. Wo fließt denn der Kram jetzt hier nur runter? Hier so? So, komm her. Nice. Ha, Wasser eingedämmt. Dann hier kann man hier dann nochmal abbauen. Boah, tut mir leid wegen der verstopften Nase. Ich versuche jetzt nochmal freizukriegen hier mit. Ich habe gar keine Tempotücher mehr. Sind alle voll gerotzt jetzt. Ne, eins habe ich noch. Eines habe ich noch. Ich muss mir für Eurotrap gleich noch neue holen. Jetzt geht sie wieder zu. Jetzt, das spüre ich richtig, wie die so zugeht. Wieder die Rotzel wieder neu reinfließt. Gerade geschneuzt, zweimal Nasenspray benutzt und die, sofort ist die Rotze da wieder drin. Naja, werdet euch wohl mit meinem Schniefen begnügen müssen, weil das mag ich eigentlich auch nicht so gerne, wenn ich das mache, aber pff. Weil finde ich wirklich auch noch nicht ganz so professionell. Wow, was macht er denn hier? Assi, komm her. Komm her, du Aslank. Kriegst du auf die Schnauze. Und er ist immer noch nicht tot. Was hat der denn für Leben mit? Ist er ein Tank Creeper oder was? So, nice. Ah, Alter. Eine ganze Menge hier. Super. So, warte mal. Nein, oh Gott, oh Gott. Ja, es hat geklappt. Oh, jetzt hier noch. Boah, Wasser nervt echt, wenn das so von oben runterkommt. Genauso wie diese Musik. So. Da habe ich jetzt ein bisschen was, ohne dass der scheiß Gravel da kam. Nein! Oh, was mache ich denn hier für Müll? So, das will ich doch. So, so, so. Gut. Dann bauen wir den Kram hier nochmal kurz ab. Hier, das können wir mal schnell reparieren. Die neue Spitzhacke weiter runterholen. So. Hätte auch nie gedacht, dass ich in der Höhle mal Cobblestones farmen muss. Zwangsweise. So. Dreckszeug, ey. Endlich habe ich das scheiß Wasser besiegt. Nur um zu festzustellen, dass hier wahrscheinlich nichts ist. Na, noch ist die Hoffnung nicht verloren. Hier geht's noch weiter. Toll. Da oben ist Eisen. Cool, das nehme ich mal mit. So. Ne, hier ist nichts zu sehen. Kann ich ja die Fackel da wieder mitnehmen. Und ja, das war's dann. Vom Prinzip her doch umsonst hier hochgekämpft. Ich meine, also es war jetzt nicht für umsonst, aber trotzdem hätte es jetzt in meinen Augen nicht gebraucht. So, Dankeschön. So. Schön ordentlich hier. Dankeschön. So, haben wir die Spalte hier auch schon größtenteils erkundet, wenn nicht sogar ganz. Ja, sollten wir eigentlich. Wir haben hier sogar einiges gefunden. Und ja. Ich weiß hier, ich habe jetzt hier noch die Kiste, aber ich habe mir die Koordinaten da als Screenshot gespeichert. Heißt, wenn ich den Ort hier nie wieder finden sollte, buddel ich mich einfach zu den X- und Y-Koordinaten. Und, nee, warte, zu den X- und Z-Koordinaten sollten das sein, oder? Ja, gut. Und,
Dann gehe ich entsprechend in der Y-Koordinate weiter runter. Das hier ist immer noch nicht abgeflossen. Ey, wie peinlich von der Lava. Wie peinlich. Oh, das geht aber weit. Halt, ich möchte noch. Dankeschön. Also ohne Schaden hier jetzt runterkommen, ne? Das war damit gemeint, ne? Also. So. Wunderbar. Schönes Essen. Und hier habe ich noch eine Fackel. Was habe ich denn hier unten? Gold? Keine Ahnung, was da ist. Haben wir hier irgendwie was Sonderbares? Nee. Gut, dann denke ich, werde ich mir hier den Aufgang in dem Part noch markieren. Damit ich dann im nächsten Part weiß, wo ich hier wieder hoch muss. So, hier hoch. So, kann man hier runter. Bam, bam, bam. Wunderbar, gut. Dann denke ich, gehe ich nochmal kurz zurück. Oder haben wir... wir haben ein Kohlestück dabei. Das reicht nicht. Wir brauchen neue Fackeln. Deswegen muss ich dann, denke ich, nochmal zurückgehen. Um neue Fackeln zu holen. Wie war noch gleich der Weg hier? Nee, hier war der gar nicht. Hier war der so. Oh, nee. Hier lang. Genau. Jetzt hier runter. Was machen denn hier schon wieder die scheiß Tiere? So. Der ging wenigstens One-Hit down. So, nice. Ja. Fackeln, genau. Ich wollte mir ein paar Fackeln craften. Boah, tut mir echt leid wegen der verrotzten Nase. Aber da kann ich jetzt nichts für. Dann gehe ich da doch nochmal kurz hoch. Wir haben ja noch einiges an Zeit in diesem Part hier. So. Ich weiß, der hat ein Skelett auf mich geschossen. Alter! Wow, da hinten steht er schon. Ich dachte... Boah! Oh, ums Herz mich hier runtergeschossen. Wow. Wow. Da wollte ich jetzt nicht nochmal ein Diamantschwert für abnutzen. Ach, schaut mal, hier waren wir schon. Ach, da sind, haben wir uns entschieden, andersrum zu laufen. Ah, cool, dass ich das jetzt auch weiß. Ich dachte jetzt irgendwie, das Skelett steht ganz woanders und hätte uns nur so am Rand gesehen, aber das ist uns direkt hier bombardiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich wollte jetzt noch schauen, was hier unten war. Das war eigentlich mein eigentliches Ziel. Ja, Gold. Wie doch gesagt, hier ist Gold. So, das hier noch alles schön wegmachen. Wir noch ein paar Diamanten. Wow! Boah! Alter. Boah. Diese Skelette immer. Die kommen aus dem Dunkeln und bam, verpassen die den Headshot, ey. Das ist doch nicht mehr feierlich. Mit den Mistviechern. Boah, wo kam er denn jetzt her? So. Gut. Zieh noch mal kurz hoch. Ah, ich lasse mich schon wieder von der Höhle in einen Erkundungswahn reinziehen und das will ich nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal zurück zu dem Obsidian. See. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich echt über eine Bewertung freuen und einen Kommentar. Also,
ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.